Geschichte richten, ja? Niemand fasst meine Freundin an. Oh nee! So, ich überrasche ihn jetzt, ja? Halt die Klappe! Und da kommt sein Kollege, oder? Kommt er? Kommt er? Kommt er? Nee, er kommt nicht. Was für ein Lappen. So, hier, bitteschön. Flack dich auf deinen Kollegen drauf. Hä? Ich dachte schon, diese Tür kann ich nicht mehr öffnen. Aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären kann. So, hier geht's hoch. Aber wo geht's hier hoch? Okay. Was ist das? Ich dachte schon, es wäre ein Medikit. Hier ist nichts. Geht's hier irgendwo raus? Nee. Und hier vielleicht? Auch nicht. Okay, gehen wir wieder raus. Ich glaube kaum, dass hier noch Feinde sind. Hier geht's weiter. Ach, eine Küche, wie schön. Hey, mach Essen, Mensch. Hey, das ist doch keine Küche. Was glaube ich denn da? Ah doch, das ist doch schon eine Küche. Hey du, geh an den Herd, ich hab Hunger. Wofür halten die Syrer Sie? Für einen Doppelagenten. Sie glauben, ich verrate den Mossad. Warum helfen Sie mir? Unsere beiden Regierungen sind Verbündete. Eure Feinde sind die unseren. Okay. Erstmal einen großen Safe wieder. Krossen Safe. Der krosse, krosse Safe. Ich stehe Safe. Okay, speichern. So, und jetzt? Bereit? Ich glaube, wir haben hier in ein Schlangennest gestochen. Wollen Sie reinkommen? Nicht im Leben. Dalia Tal muss sterben. Hey, was? Töte sie. Denk nicht nach. Tu es. Warum? Na gut. Wenn du sagst. Okay. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, wie man weiterspielen kann. Wenn man sie nicht abknallt, knallt die einem später am Schluss ab. Und dann muss man wir sie wieder abknallen. Sag mir, was ich getan habe, Lambert. Das Richtige. Harter Job. Aber er musste getan. Ich werde euch beide Optionen zeigen. Ich habe mit gezinkten Karten gespielt. Das hier ist die erste Option. Töten kommt Terrorismus schon sehr. Halt den Mund, Fischer. Überlass uns die ethischen Fragen. Brandon, leg auf. Wir müssen sprechen. Wir müssen den Erreger jetzt so schnell wie möglich in die Hände bekommen. Es handelt sich um eine Fifth Freedom Situation. Alle Mittel sind erlaubt. Yippie, jetzt wird geschossen. Freut euch. Na los, kommt her. Jetzt wird geschossen. Na, wo seid ihr? Habe euch. Oh Gott, ich sollte vielleicht unten bleiben! Ich hab zu wenig Leben, ich hab zu wenig Leben, ich hab zu wenig Leben! Nein! Verdammt, ich hab falsch gesaved, das müssen wir uns wieder das Gequatsche anhören. Nicht im Leben. Dalia Tal muss sterben. Töte sie. Denk nicht nach, tu es. Ja, 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 ist ja klar. Und wer holt mich jetzt aus dem Aufzug raus? Klick, klack. Sag mir, was ich getan habe, Lambert. Das Richtige. Harter Job. Aber er musste getan werden. Shinbet hat mit gezinkten Karten gespielt. Unbewaffnete Frauen töten kommt Terrorismus schon sehr... Halt den Mund, Fischer. Überlass uns die ethischen Fragen. Brandon, leg auf. Wir müssen sprechen. Wir müssen den Erreger jetzt so schnell wie möglich in die Hände bekommen. Es handelt sich um eine Fifth Freedom Situation. Alle Mittel sind erlaubt. Hahaha, lecker Bows geschossen, ey. Oh, so wenig Leben, da kann doch kein Schwein arbeiten. Das erinnert mich voll ans letzte Level. Im letzten Spiel ist der Let's Play. So, wenn ich, glaube ich, ein bisschen auf Stealth spiele, in Kombination mit Schießen, dann klappt es, glaube ich. So. Lalalalala. Noch jemand? Immer wieder ein Safe. So, unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben. Okay. Das wird zu gut. Also das, was wir jetzt machen, das machen wir nochmal. Weil ich bei der Option zeigen möchte, wie es geht.
Oh! Oh, dieses Spiel, das treibt mich noch in den Wahnsinn. Verdammt! Ah, cool, ich habe ihn sogar noch erwischt. Ich dachte, ich habe gerade daneben geschossen. Okay. Ich glaube, mit so wenig Leben kann ich nicht arbeiten. Ja, hier geht's weiter. Ist hier vielleicht dieses biologische Dingsbums da? Aus Afghanistan? Nee. Ah nein, da ist noch jemand! Da! Ah, da ist ein Medikit. Mission gescheitert. In der Hölle ist viel Platz für Amerikaner. Ach, Matzen. Quicksave. Ach, jetzt sind wir wieder hier. So, jetzt versuche ich mich leise irgendwie vorzuarbeiten. Leise und unauffällig. Ich höre ah! Hä? Oh, tja, das war ja leicht. So, hier Quicksave. Runter auf den Boden. Hab ich doch gar nicht bewegt, was laberst du? Was laberst du? Lalala, epische Musik, oh Gott! Epische Schüsse, das sind gleich drei Stück, ich bin tot. Ja. Was hast du gesagt? Ah, egal. Okay, ich glaube, ich muss auch gleich wieder eine Aufnahmepause machen und das Ganze konvertieren, etc., etc., ihr wisst schon. Wo kamen die drei her? Ich kann es mir nicht erklären. Also ich glaube, ich bleib hier unten. Ach scheiße, hier geht's nicht weiter. Aber wenn ich den hier von unten ausschalte, dann müsste es gehen. Hey, geil, ich habe ihn sogar noch erwischt. So, jetzt geh nach oben. Sam, okay, gut. So, nein, nach unten, Sam. Sam. Ey Sam, was geht? Hier ist dieses biologische Dingsbums. Ich glaube mit einer Rauchgranate müsste ich hier ganz gut. Alter, die wollen mich doch verarschen. Ich dachte, ich habe hier mehr Mittel. So. Stillhalten, stillhalten. Nein! Okay, ich hole nur noch dieses biologische Dingsbums und dann mache ich Aufnahmepause wieder. Ich hoffe, es reicht für diese Woche. Und wenn nicht, dann muss ich halt noch was machen. So. Oh! Nein, jetzt kommen die anderen. Runter! Versteck dich, Sam. Hä? Du Trampel! Wo kommen die Schüsse her? Darauf schauen sie was? Hä? Komisch. So, aber diese Schüsse kannst du nicht entkommen. Zack. So. Kommt denn noch jemand? Ja, jetzt beruhigt euch mal. Gut, danke. So. Wieder durchatmen. Quick save. Und zuerst ran ans Medikit. Oh, so viel Zeug. Okay. Dann holen wir uns das ganze Zeug. Ist ja wie Weihnachten. Ja, wir haben ja auch bald Weihnachten. Das ist schon mal das Weihnachtsgeschenk für Sam. Splittergranate, Splittergranate, alles für dich, Sam. Hat dir jemand hingelegt, weil er so nett war? Ringgeschösschen, Ringgeschösschen, was hier? Splittergranate, oh gut, Gott, ich glaube, die ganzen Sachen werden wir gar nicht brauchen.
So, schnell speichern. Wo geht's denn jetzt weiter? Ich suche immer noch diesen biologischen Dingsbums. Ich dachte gerade, das wäre hier drin gewesen, aber es war wohl nicht hier drin. Hier drin war nur Munition und so ein Zeugs. Ah, hier ist das Ganze. Ist bestimmt gut bewacht, habe ich das Gefühl. Hier wieder ein Quicksave. Ich will schauen. Lalalala. Ne? Ist die Nion? Doch! Fuck! Ich hab das unterschätzt. Das ist schwieriger, als es aussieht. Pfeifen bringen Unglück! Nachschauen bringt auch Unglück. Und hinfallen bringt kein Unglück. So, wo ist es, dieses biologische Dingsbums? Hier ist es. Hab es. Gute Arbeit, Fischer. Jetzt heißt es herauszufinden, was drin ist. Soll ich es öffnen? Du könntest genauso gut russisch Roulette mit vollem Magazin spielen. Nur cool. Ist für Humor. Ein CIA-Laborant wartet bei Kohn. Er hört auf den Namen Bellagio Sampler. Bellagio Sampler? Du hast mich nach meinem Sinn für Humor gefragt. Alles weitere auf deinem Offset. Da ist ja noch jemand. Auf wen schießt du? Wer auch immer das war, er war bestimmt sehr schlau. Ich glaube, diesen Spruch habe ich schon mal gebracht in diesem Let's Play. Und hier ist der Aufzug. Ab jetzt nach oben. Hier wieder ein Quicksave. Und ich mache mal eine Aufnahmepause. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Pause ist vorbei. Und weiter geht's! Ach ja, wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Stimmt. Ich habe euch ja gesagt, ich werde beide Möglichkeiten machen. Und das hier ist eine davon, wie es am Schluss enden könnte. Und ich glaube, während wir hier den Aufzug hochfahren, mache ich das Licht in meinem Zimmer aus. Moment. So. I'm back. Und die Polizisten da hinten auch. Verdammt. Scheiße. Ich glaube, den muss ich tasern. Mach die Lichter aus. Zack. Der kommt mit, weil er ein böser Junge war. Dieses Licht schalte ich auch noch aus. Sicher ist sicher. Nein. So. Ich glaube, die verstehe ich im Aufzug. Lalalala. Okay, ich soll nicht so dimm machen, das kommt nicht so gut. Ach ja, mir ist aufgefallen in der Aufnahme. Der Sound der Musik ist viel, viel zu laut. Der muss weiter nach unten kommen, oder zumindest die Musik. So, ich glaube, so passt's. Oder vielleicht noch ein bisschen. So. Jetzt müsst ihr mich doch besser hören, oder? Ich habe in den letzten Parts das nämlich bemerkt. Das war viel zu laut. Verdammt. Ich dachte, der Aufzug wäre dunkel. Und ausgegriffen gar nicht. Licht nicht. Du wirst dafür bezahlt, Unsinn. Okay, nochmal von vorne. Also schnell aus dem Aufzug raus. Das ist jetzt das Hauptziel, was ich jetzt machen muss. Lauf! Licht ausknipsen. Aber erst nachdem das Gitter weg ist, weil sonst kann ich nicht raus und dann sehen sie mich. Wenn sie es merken, dass das Licht ausgeht. Ach verdammt! Scheiße, Reloading. Na, was ist? Komische Sache, was? Niemand. Komm her, komm zu Papi. Hab dich. Na, guten Abend, ne? Ach nee, du sprichst ja kein Englisch. Oder Deutsch, whatever. So, den ersten hätten wir erledigt. Oh nein, jetzt kommt sein Kollege.
haben wir denn da? Blendgranate. EMP-Granate. Granate. Aber das Doofe ist, wir dürfen niemanden töten. Hier ist nichts. Aber wir können sie immer noch tasern. Ich glaube, wir können unsere restlichen Ausrüstungssachen verwenden, um die jetzt alle auszuschalten, oder? Wir nutzen einfach unseren Instinkt mit Pfeifen und so. Das altertümliche. So, und... Ja, so kann man es auch machen. Fuck, da kommt doch einer. Lalalalalala. So, du flachst dich zu deinem Kollegen hin. Mit dem hatte ich auch schon ein paar Probleme. Sag ihm beim nächsten Mal, er soll bitte nicht mehr so nach mich suchen. Das ist nicht so gut. Okay, ich muss nachschauen, wie hell es ist. Okay, ich könnte mich hier an diesem Container hier vorbeischleichen, oder? So, vielleicht? Ich könnte den auch ausschalten, das wäre auch eine Lösung. Kommst du, Papi? Nein, das ist die falsche Richtung! Du Lappen! Du kommst jetzt her, ja? Du wirst dafür bezahlt, unsichtbar. Ich werde eigentlich gar nicht bezahlt. Ich spiele das einfach nur so zum Spaß. Okay, ich verwende jetzt einfach den Taser. Dann müssen wir es gut schaffen können. Hä? Kamera? Was war das denn gerade? Moment. Ah, cool. Wir haben ja ein Fernglas. Cool. Jetzt auch mal was ein geiles Future. Gab es eigentlich im ersten Ding auch? Keine Ahnung. Dieses Feuer, Feuer kann man nicht ausschalten. Wir können es höchstens löschen, aber hier gibt es kein Wasser. Da bewegt sich was. Nein, da tut sich nichts. Oh oh. Jetzt bad. Nein! Fischer. Petzen. Okay, hier komme ich nicht so vorbei. Ich muss die wirklich alle ausschalten, habe ich so das Gefühl. Also halt still. Danke. Du gibst aber Geräusche von dich. Fast als wirst du vergewaltigt worden. Das war Nummer 2. Und haben wir noch einen Taser? Bitte ja, bitte ja, bitte ja, bitte ja, bitte ja, bitte ja. Regengeschoss. Was in Gottes Namen? Ah. So, ich glaube, hier ist vielleicht die Abholmöglichkeit. Jawohl, da ist sie! Du und Kohn, ihr könnt raus. Mission erfüllt. Glaubst du, dass es sich um Pockenviren handelt? Gott bewahre. Sicher, es hat Hinweise des syrischen Geheimdienstes gegeben, dass sie biologische Waffen herstellen. Jetzt können wir nur auf Bellagio warten und hoffen. Und ich werde euch jetzt die zweite Option zeigen. Exempel zu tun? Ich will nicht einmal daran denken. Kannst du mir jetzt verraten, warum ich Dalia töten musste? Nein, noch nicht. Ich weiß, du bist unzufrieden, aber das bringt präventive Maßnahmen mit sich. Triff Kohn und dann raus da. So, hier bin ich wieder und ich zeige euch die zweite Option. Was passiert, wenn man die nicht tötet? Bereit? Ich glaube, wir haben hier in ein Schlangennest gestochen. Wollen Sie reinkommen? Nicht im Leben. Dalia Tal muss sterben. Töte sie. Denk nicht nach. Tu es. Was? Was? Ich verstehe es nicht. Ich kann kein Englisch oder kein Deutsch. Whatever. Verdammt, Fischer! Wir brauchen sie tot! Warum? Shinbet spielt mit gezinkten Karten. Es ist nicht dein Job, Fragen zu stellen. Ich brauche ein bisschen mehr Input, um auf unbewaffnete Frauen zu schießen. Brechen wir die Mission ab? Nein, unmöglich. Aber aus dem Schlamassel musst du selbst rauskommen. Häng ein, Brunton. Wir müssen reden. Wir müssen den Erreger jetzt so schnell wie möglich in die Hände bekommen. Es handelt sich um eine Fifth Freedom Situation. Alle Mittel sind erlaubt. Und das, was jetzt kommt, mache ich aufs Screen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Aufzug wieder hochfährt. Bis gleich. Der Tal ist in der Nähe und möchte sich für deine Nächstenliebe bedanken. Der Shinbet möchte den ND-133 Behälter. Sie wissen, dass es keine Folgen hat, wenn sie jemanden töten, der offiziell gar nicht existiert. Sie ist ein ausgezeichneter Scharfschütze, der selbst Lee Harvey Oswald blass aussehen ließe. Ich muss wohl nicht... Okay, okay. Du sagtest springen und ich habe nicht gehorcht. Wenn ich zurück in den Staaten bin, werde ich mich dafür schämen. Ja, ich bin wieder hier, ne? Und ich bin bereit, Dalia Tal gegenüberzutreten und ins nächste Level zu kommen. Und warum blendet es jetzt wieder so? Nass ich.
nicht aus. Ist das Spiel jetzt zufrieden vielleicht? Oh verdammt. Moment, ich muss mal kurz mein Mikrofon fixen. So, Mikrofon ist gefixt. Hoffe ich zumindest. Ich wette, ich laufe jetzt in die falsche Richtung. Ich laufe jetzt mal wieder so, wie man laufen muss oder sollte. Was kann ich denn jetzt sagen? Ich meine, wir laufen hier durch den Untergrund in Israel rum. Unglaubliche Sache. Naja. Ah, hier geht's hoch. Okay. Ach, automatisches Hochgeh-Mechanismus-Dingens. Okay. So, und jetzt müssen wir da der Teil abknallen. Aber zuerst sehe ich's. Das ist quasi der Endboss von diesem Level, wenn man es so haben möchte. Ja. Und was macht ihr so morgen? Ich habe morgen Schule wieder. Scheiß Schule. Bis 5 Uhr jeden Tag. Also gut, los geht's. Ja! Oh! Moment, wir haben ja unser Fernglas. Wo ist die Fotze? Wo ist die? Wo ist die? Da oben ist sie! Was soll das denn jetzt? Hätte ich doch nicht verarscht. Oha, die hat eine Knarre! Ja, lieber an den Herd mit Fracken. Mit Knarren kannst du doch nicht umgehen. Okay. Hab sie. Und seinen Kollegen auch. So. Hä? Okay, das war sie wahrscheinlich doch nicht. Oder es war eine ihrer Lakaien. Nochmal. Scheiße, wir müssen mit dem Leben vorsichtig sein. Aufpassen! Wo kommen die Schüsse her? Ich muss das Wärmebild aktivieren und sehe ich vielleicht die ganzen Feinde. Wo ist die Fotze? Nein! Da ist... Ach, der hat mich vorhin erschossen. Du hast mich vorhin getötet. Du solltest dich schämen. Geh dich jetzt schämen. So. Jetzt kommt du. Jetzt bist du dran. Boah, schießt du! Was macht die Dahlia Teil da? Von wegen bester Schütze. Ist da noch jemand? Ich brauche mich jetzt hier gar nicht einen Safe zu machen. Ich glaube, ich mache einen normalen Safe. Vielleicht geht es ja auch. 4-7. Ich habe das Gefühl, da ist noch jemand. Doch nicht. Na gut. Level geschafft. Du und Cole, also war die zweite Möglichkeit. Und nächstes ab geht's ins nächste Level. Gott bewahre. Sicher. Es hat Hinweise des syrischen Geheimdienstes gegeben, dass sie biologische Waffen herstellen. Jetzt können wir nur auf Bellagio warten und hoffen. Meinst du, das Virus hat was mit dem Springfield-Exempel zu tun? Ich will es nicht hoffen. Triff Cole und dann raus. Deine Neigungen für Dahlia kosten uns mehr in der Region, als du dir vorstellen kannst. Mission erfolgreich oder erfüllt. Geuler, Straßenmarkt, Jerusalem, Israel, 5. April 2006, 2.13 Uhr. Mission abgeschlossen. Mit Hilfe des bei Saul Jena gestohlenen Kühlbehälters NDI-33 hat Saus den syrischen syrischen Händen befindlichen Pockenvirus in eine hochmobile Bedrohung umgewandelt. Dieser Drohne ist nun im Besitz einer unbekannten Anzahl leicht transportabler, unauffälliger Biowaffen. Und bis zum nächsten Level, beziehungsweise bis zum nächsten Part. Ciao.